Hallo und willkommen zum Mila Innenreport hier bei der ersten Bundesliga VC Wiesbaden gegen ST Potsdam. Neben mir stehen Alberto Salamoni und Kati Razzoweit. Alberto, ihr habt gerade im fünften Satz leider gegen VC Wiesbaden verloren, seid sehr gut ins Spiel reingekommen, die ersten beiden Sätze. Habt ihr dann leider nachgelassen. Kannst du als Trainer jetzt aus der Sicht ein bisschen was da zum Spiel erzählen, warum es jetzt leider gescheitert ist im fünften Satz? Ich denke, dass wir haben sehr gut umgesetzt, was wir vorbereitet haben, die ersten zwei Sätze. Ja, natürlich, Wiesbaden musste alles versuchen, um wieder rein ins Spiel zu kommen, sonst hätte noch ein 3-0 kassiert. Ja. Sie haben im Vergleich zu uns ab dem dritten Satz mit mehr Aggressivität gespielt, also vor allem als wieder Regina Burkhardt aufs Spiel kam. Ja. Und haben sie unter Druck in ein paar Bereiche und dann genommen und dann für uns ist es ein bisschen schwer, hat ein bisschen diese Ruhe gefehlt, okay, kein Problem, spielen wir weiter und so. Dann haben wir wieder sehr gut angefangen in Tiebreak, weil die Mannschaft natürlich wollte nicht verlieren, weil sie hatten bis jetzt sehr gut gespielt, ja. Die Problematik hatte in der Endphase wir sind in eine Rotation gekommen, wo wir Schwierigkeiten hatten rauszukommen, okay, schon das ganze Spiel. Und er hat diese 3-4 Punkte hintereinander Wiesbaden gemacht und hat den Schub gegeben. Aber trotzdem Lob an meine Mannschaft, weil auswärts jetzt fehlt noch ein klein bisschen. Also was wir wollten, ist hier gut spielen, okay. Klar, natürlich, wir sind verärgert wegen der Niederlage, ja, weil wir haben dran geglaubt. Aber ich denke jetzt, okay, nächste auswärts spielt, das ist die Art und Weise, wie wir auswärts spielen müssen. Kati, du als Mannschaftsführerin, wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Ja, ich denke auch. Also nach dem zweiten Satz gab es ja diese berühmt-berüchtigte 10-Minuten-Pause und ich glaube, die hat Wiesbaden besser genutzt, um wieder neu ins Spiel zu kommen. Und wir haben versäumt, halt im dritten Satz weiter Druck zu machen und Wiesbaden ist halt immer mehr ins Spiel gekommen und dann, ja, waren sie halt nicht mehr so wirklich zu halten. Alberto, hat man versucht, im fünften Satz die Taktik zu ändern jetzt? Ja, wir haben komplett die Rotation geändert, also wir haben auf Läufer 3 geändert und haben wir sehr gut genutzt am Anfang. Ich denke, dass es kamen zu viele individuelle Fehler, nicht mit der Taktik zu tun. Ja. Es kamen ein paar zu viele individuelle Fehler und das hat uns gekostet. Ja. Okay, nächstes Spiel ist wer und wo? Zu Hause gegen Dresden, harte Brock, aber das ist der Weg, den ich sehen will. Also wir machen eine sehr gute Meisterschaft diese Saison. Natürlich müssen wir einige Spiele gegen große, wie wir damals gespielt haben, hier wieder haben wir gut. Jetzt weiter so, also nicht viel denken, weiter so. Kati, bald fängt ja die EM der Frauen an. Schon Vorbereitung oder da wird es noch ein bisschen dauern? Ich glaube, das wird für mich auch gar nicht mehr so ein Thema sein. Also ich habe lange genug gespielt und ich glaube, jetzt ist auch mal Zeit, da jüngere Spielerinnen ranzulassen. Also ich habe es gerne gemacht immer und würde vielleicht auch noch mal gerne, aber ich glaube nicht, dass ich da in den Planung bin. Die braucht sie. Deutschland braucht sie noch. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und gebe zurück. Tschüss.